Können wir mit dem reden? O Herr der Rotation, wirst du mich passieren lassen? Im Stück. Unwahrscheinlich. Och Mann, Ruhe. Benutzen? Ich frage mich, was passiert, wenn ich meine Hände da reinstecke. Edna, nicht! Du könntest den Ventilator kaputt machen. Ja, natürlich. Ich glaube, wir müssen den Ventilator erstmal auskriegen. Aber wir wissen ja schon, wie das geht. Wir müssen ja nur ein bisschen den Herrn da draußen verärgern. Den komischen Sack da draußen. Hey! Hallo! Na, Süße, was gibt's diesmal? Ah, diesmal hat sogar funktioniert, der Sound. Schön. Jetzt ist mir doch ein wenig frisch. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein, die frische Luft wird dir gut tun. Und dich mit etwas Glück müde machen. Och, Manu. Ja, dann müssen wir halt härtere Geschütze ausfahren. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Hab ich dir schon erzählt? Yep. Ja, haben wir schon mal. Yep. Minigolfen wird ganz duselig. Minigolf. Und du hast... Weißt du was? Man darf seine Fans ja nicht schwitzen lassen. Oh, schade, jetzt hab ich's gesehen. Ach, kacke. Hä? Moment nochmal. Hey! Na süß. Ich würde gern noch... Wer will das nicht? Hab ich dir schon erzählt, dass ich in der Prof... Yep. Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich lass dir die Klimaanlage noch einen Augenblick an. Man darf seine Fans ja nicht schwitzen lassen. Ach so, okay. Okay. Nochmal kurz reden. Hey! Na süß. Ja, 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 was gibt's diesmal? Ich würde gern noch mehr. Wer will das? Hab ich dir schon... Yep. Ja, ja, ist ja gut. Minigolf. Und weißt, man darf sein... Ach, scheiße. Ja, okay, das hat man schon. Hey! Na, so, Minigolf. Ich würde gern noch mehr über... Wer will das? Hab ich dir schon... Yep. Du könntest mich ja rauslassen und mir was vorgolfen. Du weißt ganz genau, dass Dr. Marcel verboten hat, Patienten aus der Zelle zu lassen. Wenn du mich nur nerven willst, komme ich gleich rein und spiele mit dir Minigolf. Oh, das ist aber eine schwere Drohung. Können wir über was anderes reden? Ungern. Aber wenn's denn sein muss, schieß los. Mhm. Ich würde gern noch... Hab ich dir schon... Yep. Entschuldigst du mich bitte? Mein Hase möchte mir etwas sagen. Was? Ich wollte dir nichts sagen. Psst, spiel einfach mit. Der Typ ist todlangweilig. Ja, ja. Immer noch verrückt. Verdammt. Ja, 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 ist sehr gut, ist sehr gut. Ja, 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 okay. Aber teilweise fehlt der Sound, teilweise fehlt er nicht. Hm, ist komisch. Vergiss es einfach. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich mit dir zu unterhalten. Ja, 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 ist gut. Ja, genau. Hör auf rumzulachen, ist nervt. Ja gut, aber jetzt haben wir auch diese Option mal abgehakt. Wir reden nochmal kurz mit dem Gitter. Dann dürfen wir jetzt auch gleich durch sein. Also, würde gerne noch ich mehr. Ich würde gerne noch mehr. Wer will das nicht? Hab ich dir schon erzählt? Yep. Ja, ja, kennen wir schon. Erzähl mir mehr. Gott. Yep. Ein. Ah, genau. Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na, warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst. Wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Och, das ist zwar total schlimm. Naja, wir gehen jetzt einfach da hoch. Und jetzt können wir nochmal kurz ansehen.
Nur noch dieser Ventilator trennt mich von der Freiheit. Nee, ja, vielleicht noch ein ganzes Haus voller Irre daneben dran, aber egal. Nimm. Nehmen kann ich das zwar nicht, aber ich glaube, ich kann ihn mit etwas Krafteinsatz aus der Verankerung drücken. Hilf mal mit, Harvey. Und... Ja. Sehr schön. Schade, ich hätte jetzt noch ein paar Kombinationen machen wollen. Aber ja gut, es ist jetzt auch blöd, aber egal. Gehen wir mal in den Schacht. Schee. Ah, da haben wir den Ventilator. Ach, der gut, der können wir, okay, ansehen. Der kommt als Trophäe über meinen Kamin. Ja, das wäre gut. Wäre aber auch trotzdem eine Idee. Nehmen? Nein, er ist kaputt. Aber man könnte einen prima kaputten Hubschrauber daraus basteln. Was zum Geier sollen wir mit einem kaputten Hubschrauber anstellen? Stimmt. Wir brauchen jemanden, der den Hubschrauber reparieren kann. Ja. Oder wir versuchen einfach so einen Weg hier rauszufinden. Umso besser. Da draußen gibt es bestimmt eine Menge Leute, die Hubschrauber reparieren können. Ja. So, dann würde ich mal vorschlagen, reden? Können wir mit dem noch reden? Bereust du jetzt, mir den Weg versperrt zu haben? Dein Schweigen sagt mehr als 1000 Worte. Ja. Benutzen. Ich habe ihn kaputt gemacht. Ja. Sehr schön. Mehr können wir hier leider nicht machen. Also gut, wir können natürlich auch kombinieren. Harvey, was sagt Harvey dazu? Was hältst du davon, Harvey? Cool. Ein kaputter Ventilator. Ja. Könnte man einen prima kaputten... Was zum Gatten? Oder wir versuchen... Umso besser draußen. Ja, das hatten wir schon. Was können wir mit... Können wir, was sagt der Stock dazu? Der hat genug gelitten. Außerdem ist hier im Schacht zu wenig Platz, um auszuholen. Voll scheiße. Haben wir sonst noch was? Harvey, Fußnagel? Nee, warum nicht? Ich werde sehr oft auf diese Animation von Edna angesprochen. Mir wurde gesagt, dass sie anzüglich wirkt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das herkommt. Ich bin ein bisschen geschockt. Okay. Wenn Poki das sagt, ja gut, die Animation, die wir jetzt gleich sehen, wenn man jetzt hier zum Beispiel kriegt Edna so rum mit Schlüpper und so, könnte etwas anzüglich wirken. Aber na gut. Jetzt kommen wir zum Schacht. Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Gute Idee. Was meinen Sie damit, Dr. Marcell? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcell vertuscht etwas. Sobald wir heraus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Das finde ich gut, diese Idee. Gitter Dr. Marcell, ich glaube, der Text stimmt nicht ganz. Der Textschacht stimmt zwar, aber Gitter Dr. Marcell stimmt, glaube ich, nicht. Oder, ja gut, was passiert, wenn man... Glaube ich nicht. Harvey ist der Einzige, der immer offen zu mir war. Mag der Himmel ruhig geschlossen sein, Edna. Ich habe immer offen. Den Arsch offen, ja. Touché. Du kennst ja einen Affe in einem Negligé. Harvey mit Gitter. Schon wieder ein Gitter, Harvey. Und? Soll ich dir jetzt die Zehennägel auch noch vorkauen? Ja, natürlich. Aber sicher. Machen wir mal Gitter. Dr. Marcell und Hulgur sind gegangen. Na dann, auf ein neues.
Langsam wird draußen. Ich richtig gut darin. Sehr schön. So, was machen wir jetzt? Wir lassen erstmal Poki zu Wort kommen. Es gibt ein ganz großes Problem mit der Idee von dem Typ, der versucht, sich in die Freiheit zu löffeln und daran scheitert. Sie war nicht von mir. Das ärgert mich immer, wenn ich diesen Screen betrete. Die Idee ist nämlich so brillant, die hätte ich gern gehabt. Kommt aber leider von einem Grafiker, der ganz zu Beginn des Projektes ein paar Testhintergründe gezeichnet hat. Im Endeffekt wurde er mir von Carlson Comics abgeworben und ich musste alle Hintergründe alleine zeichnen. Und dabei habe ich nicht mal ein Lineal. Man sieht es an den Kanten. Peinlich. Schon peinlich, aber ja, trotzdem. Büro Dr. Marcel, ja okay, gut, dann passt das schon wieder. Geh zu Büro. Und ja, das hat ein bisschen gedauert, das Laden. Aber das ist normal bei dem Screen hier, weil du hast da unglaublich viele Sachen, die du anschauen kannst. Was können wir denn hier machen? Also, okay, schaue an. Es zeigt einen Jungen, der lächelt. Ich kenne ihn nicht, aber er beginnt mich zu nerven. Es könnte durchaus Alfred Marcel sein. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ein lernender Junge und... bin das etwa ich? Komisch, ich bin nur zur Hälfte drauf. Ein altes Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube, den kenne ich irgendwoher. Das war war Alfred Marcel. Oh, ein Lexikon. Lexikon, das. Lexikons, Plural, Lexika, auch Lexiken. Alphabetisch geordnetes allgemeines Nachschlagewerk. Siehe auch Wörterbuch. Ja, ja. Hallo, du... Lexikon? Richtig. Hallo, Lexikon. Flugscheiße. Benutzen? Lexikon, das. Alphabet, siehe auch... Ja, ja, ja. Nehmen. Einfach mal einstecken. Was passiert, wenn wir das Lexikon damit kombinieren? Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Manu. Ich bin nicht hier, um... Ja, ist ja gut, Edna. So, was passiert, wenn wir das da kombinieren? Scheiße. Ich bin nicht hier, um auf... Ja, ja, ist ja gut. So, können wir das Lexikon mit dem Kamin kombinieren? Das Lexikon ist zwar langweilig, aber ich verbrenne keine Bücher. Zumindest nicht ohne Feuerzeug. Okay. Foto. Da oben ist ein Artikel. Können wir den anschauen? Ein gerahmter Zeitungsartikel über dem Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Was ist denn das? Das ist doch mein Vater auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. Okay, in den frühen Morgenstunden stellte sich der 41-jährige Mathis Konrad den Behörden. Obwohl er sein Vergehen, den Mord an dem 8-jährigen Kind, dessen Namen zum Schutz der Familie nicht genannt werden will, bereitwillig gestand, war denn wahrscheinlich die Höchststrafe, in diesem Fall der Tod. Okay, ein Motiv wollte der Täter nicht angeben. Der alleinerziehende Vater hinterlässt seine Tochter Edna, die in Obhut des Doktor in Dob... In der Obhut von Dr. Horatio Marcel, dem Reiter der Irrenanstalt, der hiesigen psychiatrischen Heilanstalt überantwortet wird. Okay. Nichtraucher im Streichelzoo vermisst. Die Meldung könnte sensationell nicht sein, wenn sie ein Überraschungshund wäre. Der langjährige Nichtraucher. Ja, da fehlt natürlich ein Stück. Schade, dass es fehlt. Hallo? Kann man das nicht? Schau mal an. Hallo? Kann ich da nicht kombinieren? Lexikon? Mit? Ah, na gut. HW mit... Sieh mal, HW. Das ist mein Vater da auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das kann doch nur eine Zeitungsente sein. Weißt du etwas darüber?
Kannst du dich an irgendetwas erinnern? Seltsam. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Als wäre da ein schwarzer Fleck auf meiner Erinnerung. Ich muss unbedingt herausfinden, was damals wirklich passiert ist. Mein Vater ist unschuldig. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Oh. Eins nach dem anderen. Erst müssen wir hier raus. Dann beweisen wir die Unschuld deines Vaters. Ja, das wäre mal eine Idee. Jetzt müssen wir aber hier wieder raus. So, was haben wir denn hier? Wir könnten das Lexikon damit benutzen. Hallo? Hallo? Kann man das nicht damit... Kann man das Lexikon nicht damit kombinieren? Da steht unten nur irgendwas von Say, also als ich habe jetzt beim Läuft selber die Konsole, weil es normalerweise ist normal, kann man es halt nicht richtig starten. Und hier if acte bla bla bla, Say Lüge, Märchen, Ente, Erfindung, Fabelei, Erdichtung, Unrichtigkeit, Irrtum, Trugbild, Blendwerk. Nutze Lexikon mit Artikel. Da fehlt auch irgendwie offensichtlich mal wieder der Ton. Naja, das ist jetzt nicht so toll. Weil das, guck mal, ob man das vielleicht später nochmal nachholen. So, und was wir hier in dem Raum machen, das kümmern wir uns dann auch nachher drum. Wir hören uns erstmal Poki an. Hallo? Moment, also irgendwas scheint hier nicht ganz zu funktionieren. Deswegen würde ich mal sagen, Optionen. Das ist jetzt doof. Aua. Mir schwant Übles. Ich fürchte nämlich gerade, dass sich das hier gerade ein bisschen zerschossen hat. Und Sache ist, ich kann das Spiel auch gerade aktuell nicht normal beenden. Scheiße. Scheibenkleister, ey. Benutze HW mit Scheiße. Okay. Also, es steht zu befürchten, dass wir das wahrscheinlich gleich nochmal spielen werden müssen. Ich kann nämlich leider jetzt nicht weitermachen. Ich kann auch nicht speichern. Ich fürchte, ich habe hier einen Bug gefunden. Das ist doof. Das ist richtig doof. Weil... Und ich fürchte, hier ist es gerade mal richtig am Arsch. Naja, gut. Die einzige Möglichkeit, da jetzt noch was zu fixen ist, Edna bricht aus, einfach kurz abzuschießen. Das Spiel einfach mal kurz zu beenden. Was nicht so gut ist. Naja, mir bleibt jetzt, glaube ich, auch nichts anderes übrig. Moment, ich schalte mal kurz wieder auf Pause um. Das Problem ist, ich habe nämlich gerade das Spiel kaputt gemacht. Ich hab's kaputt gemacht, ich hab's hingekriegt. Nee.
Wir kommen da leider nie raus, deswegen werde ich jetzt leider Ätna-Bericht auch mal kurz beenden müssen. Und ich fürchte, dass wir da auch danach auch nicht weiterkommen. Scheiße. Scheiße, ich hätte speichern sollen. Mist. Naja. Gut, dann im Let's Play sehen wir uns gleich wieder. Im Stream geht es jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter oder ich mache auch eine Pause. Schauen wir da gleich. Also, ich würde mal sagen, für alle im Let's Play, bis gleich. Wir sehen uns dann gleich wieder.